Hallo. Also, ich bin dann auf dem Fest. Alles nach Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem Back-to-Uni-Vlog. Es ist heute der erste Tag wieder im neuen Semester und ich habe direkt erstmal frei. Ich habe aber trotzdem einen produktiven Vormittag gehabt und habe mal meine ganzen Finanzen sortiert seit Juni. Und jetzt ist es 14 Uhr oder gleich ist es 14 Uhr und ich habe Nachhilfe oder ich gebe Nachhilfe. Da fahre ich jetzt hin und danach gehe ich ins Gym. Und heute Abend möchte ich Kürbislasagne machen. Ich bin jetzt durch mit der Nachhilfe und ich wollte mir eigentlich ein Müsli... Ich habe gerade 3 Minuten geredet und nicht gefilmt. Wie dumm ist das denn? Das ist mir noch nie passiert. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt hier einen Proteinshake gemacht und werde jetzt gleich ins Gym gehen. Robin ist schon fast da. Yes. Eigentlich will ich den danach trinken, aber ich habe so Hunger, dass ich den jetzt trinke. Ich bin jetzt zurück aus dem Gym. Habe das nochmal aufgefüllt und jetzt fast ausgetrunken. Und werden mir jetzt Kürbislasagne machen. Die seht ihr dann in meinem nächsten Video. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht, weil unser Nachbar die Hecke schneidet und ich mein Fenster offen hatte. Aber das passt eh ganz gut. Dann gehe ich nämlich jetzt joggen. Und dann kommt irgendwann unser Hausmeister und bringt einen zweiten Kühlschrank. So, ich habe jetzt noch meine Woche zu Ende geplant. Und werde mich jetzt für Master und meine Bachelorarbeit informieren. Es ist nämlich jetzt 20 vor 12, also habe ich noch gut 2 Stunden Zeit, bis ich in die Uni muss. Boah, irgendwie finde ich es echt schrecklich, Nachmittags-Uni zu haben. Vor allem, wenn man noch nichts zu tun hat. Ich sitze hier echt die ganze Zeit rum und warte. Ich habe mir jetzt so einen Zitronenquark genommen. Das ist so lecker. Unser Kühlschrank ist immer noch nicht da und in 50 Minuten muss ich in der Uni sein. Also muss ich in 40 Minuten los. Ich hoffe, der kommt jetzt bald mal, weil ich möchte den Kühlschrank haben. Er hat gesagt, er kommt morgens und es ist jetzt 10 nach 1. Also ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist hammer lecker. Der Hausmeister kam jetzt hoch und meinte so, nicht hoch, hat geklingelt. Meinte so, ja, ihr bekommt heute keinen Kühlschrank, der funktioniert nicht. Ich habe 5 Stunden lang umsonst gewartet. Oh, ist das nervig. Ich bin jetzt aus der Uni zurück und mache mir Salat. Es war irgendwie anstrengend, obwohl das nur 2 Blöcke waren. Ich bin das nicht mehr gewohnt. So, ich habe mir jetzt Salat gemacht und noch ein bisschen was von der Kürbislasagne. Und werde das essen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Und danach werde ich dann ein bisschen Uni machen. Ich habe mir jetzt noch einen Snack gemacht und zwar Joghurt mit Apfel und Granola. Das ist so lecker. Und Zimt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber meine Schwester hat mir letztes Jahr eine Kerze zu Weihnachten geschenkt, die sich so ein bisschen anhört wie Kaminfeuer. Ich zeig sie euch. Ich habe mir jetzt alles angeguckt, was ich mir für heute angucken musste und es ist auch schon 9:30 Uhr. Ich werde jetzt meinen PC zumachen und Zähne putzen und so und dann werde ich noch ein bisschen lesen. Guten Morgen. Oh, ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin telefoniert und war dann irgendwie viel zu lange wach. Deshalb bin ich so müde. Es ist jetzt 6:40 Uhr. Ich glaube, wir haben sogar vielleicht voll den schönen Sonnenaufgang. Aber ich bin auf der falschen Seite. Und ich werde mir jetzt Frühstück machen. Und dann geht's in die Uni. So, ich bin jetzt im Auto und fahre in die Uni. Und dann haben wir gleich eine Sicherheitsbelehrung. Ich bin jetzt an der Uni. Und es ist so verrückt,
wir haben jetzt nur noch 8 Wochen. Dann fangen wir mit unserer Bachelorarbeit an und haben erstmal Prüfungen. Das ist kürzer, als wir Semesterferien hatten. Da bin ich durch. Das ist crazy. Ich bin jetzt durch und fahre ins Gym. Es war anstrengend heute. Wir hatten von 8.15 Uhr bis 15.30 Uhr eine Vorlesung. Aber wir sind halt auch schon in 6 Wochen durch. Ich war jetzt im Gym. Boah, und ich war vorher schon so fertig. Aber es fühlt sich so gut an, dass ich da war. Irgendwie auch beim Joggen in letzter Zeit. Auch wenn ich nicht motiviert bin oder so, ich versuche es trotzdem immer zu machen, damit ich einfach wieder diese Routine reinbekomme, weil ich so lange nichts gemacht habe und im Urlaub war und sonst was. Und ich habe sogar gerade endlich mein Paket weggebracht. Ich hatte ja Schuhe bestellt. Und ich habe 100 Tage Rückgaberecht und musste ein paar zurückgeben. Naja, jetzt will ich einkaufen fahren und mir dann Ofenkürbis machen. Boah, das ist so die Kürbiswoche, ich lieb's. Feta auch ganz wichtig. Ich kann jetzt in das Meeting gehen. Unser Meeting ist jetzt vorbei. Und ich werde jetzt, glaube ich, schon mal mit diesem YouTube-Video anfangen, weil sonst wird das nichts bis Sonntag. Ich bin nämlich irgendwie das ganze Wochenende weg. Und habe morgen wieder den ganzen Tag Uni und übermorgen auch. Also, huch, seit ich alles in 4K-Filme. Das ist wirklich ewig, diese Videos hier hochzuladen. Noch nicht mal berechnet, wie lange das dauert. Es ist jetzt 1 Stunde später, also 8:45. Und das Ganze hat immer noch nicht geladen. Deshalb werde ich jetzt einfach noch ein bisschen lesen und dann schlafen gehen. Weil ich brauche wirklich mal ein bisschen mehr Schlaf und ich möchte morgen früh joggen gehen. Gute Nacht und bis morgen. Ich habe mir auch jetzt am Abend schon... Oh, das stellt echt nicht scharf. Hallo. Hallo. Schon alle meine Klamotten samt Kopfhörern fürs Joggen morgen früh rausgelegt, sodass ich morgen nicht nachdenken, sondern einfach nur losjoggen muss. Guten Morgen. Ich muss jetzt joggen gehen, ich habe wirklich keine Lust. Aber ich habe mir extra die Sache hingelegt, damit ich nicht lange nachdenke, sondern einfach loslaufe. Also mache ich das jetzt. Ich habe jetzt Joghurt mit Proteinpulver, Chiasamen, Apfel und Banane. Und eigentlich hätte ich das vorm Duschen machen müssen, damit die Chiasamen mehr aufquellen. Aber egal. Guten Morgen. Wir hatten gestern Semester-Opening-Party. Das ging bis 4. Jetzt haben wir 7:45 Vorlesung. Ich bin sehr müde. Aber fahren wir jetzt hin. Wir haben jetzt endlich unseren zweiten Kühlschrank bekommen und ich konnte ihn einräumen. Richtig cool. Seite, hast du freies Schussfeld? Okay. Cool, danke. Wohin fahren wir? Thank you.
Ich habe gerade mein Zimmer aufgeräumt bei meiner Mutter, weil meine Cousine morgen hier einzieht. Und ansonsten war ich heute mit meinem Vater und meiner Schwester Kanu fahren. Das war richtig cool. Und gestern war ich auf dem Geburtstag von einer Freundin. Ihre Mutter hat eine Garten-Kino-Überraschungsparty für sie geplant. Das war auch sehr, sehr cool. Und jetzt werde ich den Vlog schneiden, damit der morgen früh online gehen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit dem Kürbisrezepte-Video.